Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Nabil ist mein Name und in meinen Videos geht es um die Vorbereitung auf die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Video behandeln wir speziell das Thema Polyneuropathie. Also bleibt dran und viel Spaß beim Lernen. Polyneuropathie ist eine Störung bzw. eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Es betrifft nicht das Zentralnervensystem, also Gehirn und Rückenmark, sondern ausschließlich die Nervenstränge des peripheren Nervensystems. Um die Basics zum Thema Zentralnervensystem und peripheren Nervensystem zu verstehen, empfehle ich euch die Anatomie-Videos auf diesem Kanal. Zu den Ursachen der Polyneuropathie zählen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus. Chemotherapie kann auch eine Polyneuropathie verursachen, Alkoholmissbrauch, Vergiftung, aber auch schwere Infektionen wie Syphilis können Polyneuropathie verursachen und Durchblutungsstörungen, da die Nerven nicht genügend mit Sauerstoff und Nährstoffe versorgt werden können. Zu den Symptomen kann man sagen, dass diese vielfältig sind und je nach betroffener Region oder Nervenstrang sind diese unterschiedlich. Dazu gehören Sensibilitätsstörungen, Blasen, symmetrische schlaffe Lähmungserscheinungen, Missempfindungen, Potenzstörungen, Muskelatrophie, also Abbau der Muskulatur und Mastdarmstörungen. Die Therapie der Polyneuropathie bleibt immer symptomatisch, da keine Heilung, aber eine gute Behandlung möglich ist. Die Behandlung geschieht durch Antidepressiva, Medikamente wie Schmerzmittel oder physikalische Therapie. Ziel ist es die Schmerzbekämpfung und die Therapie kann sehr lange dauern und richtet sich nach den Symptomen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Abo oder ein Like. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Wünsche euch eine gute Zeit und auf Wiedersehen.